herzlich willkommen beim ersten Video aus der Sahara. Von Berlin nach Afrika, 2200 Kilometer haben wir schon hinter uns. Ab hier und heute beginnt ein Workshop für die Vorbereitung für die Durchquerung der Sahara. Und wir reden nicht von irgendwelchen Straßen, die wir fahren. Nein, wir wollen durch die Sahara, querfeldein. Aber um da halt nicht einfach bei den ersten zwei Metern schon krachen zu gehen, werden wir heute zusammen mit allen anderen, die man hier sieht, diesen Workshop starten. Wir werden Grundkenntnisse im Bereich des Sandfahrens erleben, wir werden unsere LKWs näher kennenlernen, wir werden vorbereitet in Sinn, was tut man, wenn man eine Düne von 90 Grad nach oben fährt. Das sind all die Sachen, die wir vorher abklären. Und wenn wir damit dann fertig sind, ich sag mal so, mir wurden Informationen zugetragen, dass es schon einige Fahrzeuge dahin gerissen hat, die einfach von der Sahara verschluckt worden sind. Und um denen halt nicht zum Opfer zu fallen, werden wir uns jetzt die nächsten Tage darauf vorbereiten, die Sahara zu durchqueren. Hier im Workshop in Afrika. Erste Etappe, wir versuchen eine Bergregion zu erreichen. In dieser Bergregion wissen wir nicht, was uns erwartet, weil das letzte Mal waren sie wohl vor 10 Jahren da an dieser Ecke. Das war eine Rallye. Über diese Rallye-Straße wollen wir eigentlich fahren. Deshalb wird spannend. Es kann sein, dass wir da ankommen und uns einfach eine neue Strecke suchen müssen. Also es gibt einen Plan, aber ob der Plan funktioniert, weiß niemand. Deshalb, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir verlassen jetzt die Asphaltstraße und aufgrund der Asphaltstraße müssen wir jetzt die Räder den Druck ablassen. Weil es erstens das Material scheiße wäre und zum anderen unsere Bewegung. So, jetzt aufhört zu zischen, haben wir den richtigen Reifendruck erreicht. Jetzt alles wieder abstempeln. Abstempeln. Abstöpseln. Und dann gehen wir mal ein bisschen ins Gelände. Okay, okay, okay. Vamos! Gelände, mein Freund. Jetzt ist der Spaß vorbei hier. Ein bisschen Autobahn fahren durch Afrika. Jetzt fahren wir mal ins Gelände hier. Der fährt einfach runter. Geht's jetzt echt rein? Geil. Keine Ahnung, was der vorhat. Der ist irre, der Typ. Digga, das war's jetzt mit Spaß. Jetzt ist ernster. Jetzt fliegt erstmal alles durch die Butze. Baller jetzt einfach 50 km/h durch die Wüste, ohne irgendwas zu sehen. Einfach der Staubwolke hinterher. Alter. Sprungschanze. Boah, Diggi. Huch. Also, wir haben ja jetzt offiziell normales Straßenland verlassen, haben gerade kurz einen Abstecher gemacht. Hier drüben in die Wüste. Ich muss mich jetzt aber ranhalten, weil wir sind voll in der Rallye. Obwohl. Nein, da vorne steht er. Alles gut. Hier fällt gerade einfach ein Unimog auf die Straße. Nein, keine Chance, Alter. Der wippt die dermaßen los. Bisschen. Mit dem Gashebel kann ich einigermaßen arbeiten. Aber du weißt ja selber, Gashebel ist für die Gefilde einfach schwierig zu nutzen. Los! Digga! Stillstand! Finito, Ende, das war's, ich bin raus! Der Schwitz stirbt und so, weißt du? Nein, wir fahren jetzt ja ungefähr seit einer Stunde durchs Gelände. Und ich hatte vorher schon Probleme damit, das Gas vernünftig zu dosieren. Es gelingt mir nicht. Ich dachte erst, es ist ein Fahrfehler, aber es ist halt so, dass das Pedal, das Gaspedal, sich nicht dosieren lässt. Also ich komm dran und in dem Augenblick, wo ich es berühre, fängt er an zu flippen. Also mein Fuß überträgt sich die Vibration auf das und da fängt er an zu springen. Der Unibox springt die ganze Zeit. Normalerweise müsste der einfach kontinuierlich fahren. Wenn du vom Gas gehst, geht er runter. Wenn du wieder Gas gibst, fährt er wieder los. Aber mir macht er einfach so, die ganze Zeit so. Und die ganze Zeit. Und auf der Autobahn kann ich ja mit dem Gashebel arbeiten, aber im Gelände geht das nicht. Nee, da wippst du halt die ganze Zeit rum. Wie ein Irrer. Und jetzt wird geguckt. Was ist jetzt der Lösungsansatz?
Die Feder müssen wir ändern. Die muss stärker gemacht werden? Die muss stärker gemacht werden. Die ist quasi zu leicht gängig. Ja. Und dadurch hast du keine 2,5, Rückmeldung am Gaspedal, keinen richtigen Gegendruck. Ja. Und deshalb fällt das Gaspedal dann runter und an der Pumpe, umso mehr Gas du gibst, kriegst du auch einen Gegendruck. Mhm. Und dann fängt die Pumpe an zu hopfen. Oder habt ihr so eine stärkere Feder mit? Schauen wir jetzt, ansonsten müssen wir die anders einhängen, damit die schon von Grund aus arg gespannt ist. Verstehe. Okay. Ich muss mal hier ran. Brauchen wir was anderes noch? Was ist hier jetzt für ein Tuning vorgenommen worden? Die ist jetzt einfach Gummizug. Wo geht der hin? Der ist da oben fest und der zieht jetzt einfach das Gaspedal höher, also dass es straffer ist. Ja. Aber ich habe ein Problem hier gerade. Mein Gott. Es hat auch gezischt wie Sau, ne? Mein kompletter Vorratsdruck ist weg. Komplett auf null. Und er baut auch keinen neuen auf. Könnt alle mal ausmachen. Was soll ich machen? Schlüssel. Schlüssel? Ja, hier war's. Digga. Ich überlege, wir sind im Warm-up, nicht mal im Warm-up. Wir sind einfach nur ein bisschen durchs Gelände geheizt. Und es passieren genau diese Dinge, wo ich gesagt habe, dass ich einfach glaube, dass es eine Schnapsidee war. Ist wohl doch schlimmer, ne? Ich weiß es nicht. Du hast gerade gehört. Kann sein, dass der Kolben gebrochen ist. Bedeutet, Kolben? Ja, der Kolben von der Luftanlage. Das bedeutet, der Unimog ist nicht mehr fahrbereit. Das heißt, wir müssen von hier, wo immer wir gerade sind, hier mitten aus der Wüste, irgendwie die Karre nach Duis kriegen. In der Werkstatt. Neues Teil. Kann der Unimog durch die Sahara fahren? Ich glaube, hier wird sich das gerade zeigen. Nein. Wir sind im Warm-up, ne? Nein, nicht mal Warm-up. Also guckt euch das an. Das ist keine Sandwüste. Das ist quasi harte Steppe. Das ist nichts. Stein. Ich kann dir gerade gar nicht mal sagen, was in mir vorgeht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin gerade so. Losheulen? Warum? Wie kommt man auf die bescheuerte Idee, zu probieren, mit einem Unimog durch die Wüste zu ballern? Erklär's mir. Warum? Tobi, kannst du mal erzählen, was hier gerade passiert ist? Ich denke, dass das hatten wir ja schon mal bei dem ersten, dass die Überdrucksicherung, wenn der 15 Bar hat, die ist zwar auf 22 Bar ausgelegt, aber vielleicht ja, ist die. Pass mal auf. Ja? Ich weiß hier drin zwischen. Ja, dann stecken wir hinten den Schlauch aus, da ist ein Stoßverbinder. Ja. Stecke die andere Seite auch aus und stecke das einfach zusammen und dann ist es entkoppelt, oder? Gut, ist die Reifendruckanlage durchgeknallt oder was? Genau, im Prinzip ist inner Ventil in der Reifendruckregelanlage. Aber wieso ist das? Aber warum ist das ganze System dann im Marsch? Weil das ist eine Leckage und da pumpt es einfach die Luft raus. Genau. Ach so, es geht quasi einfach genau, 1:1 raus. Der kriegt keinen Gegendruck und deswegen kann man keinen Druck aufbauen. Ja. Okay. Wie kriege ich meine Reifen wieder aufgefüllt? Das kriegen wir schon wieder hin. Haben Sie da eine Dichtung gewechselt beim Kompressor? Nein. Sie haben einfach die Reifendruckregelanlage einfach ausgeschaltet. Also Blindstopfen für die Leitung in die Reifendruckanlage, ja. Einfach tot. Das jetzt, heißt, hat er mal wieder Druck. Jetzt kriegt er auch wieder Druck, ja. Martin. Ach Digga, ich weiß, dass das dazugehört, aber ich bin einfach fucking Afrika, weißt du? Und Kontrollverlust. Und ja, also du musst jemandem vertrauen. Ich meine, die Jungs kenne ich jetzt auch nicht so lange, weißt du? Das ist so, stehst du mitten in der Wüste. Jetzt habe ich hier einen Expander drin. Ich habe einfach einen Gummizug, weißt du? Ja, klar. Tiki. Das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist genau der gleiche Bums wie vorher. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist genau der gleiche Schmutz. Auf normaler Straße kann man es kompensieren, kann man mit umgehen, kann man Autobahn, geht alles irgendwie. Aber im Gelände kannst du damit nicht arbeiten, es geht nicht. Ich kann ja wohl schlecht alles mit Vollgas nach oben, es geht ja nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Außerdem, guck dir das bitte an hier, willst du mich verarschen? Nein.
Wenn wir das nicht merklich besser kriegen, fahre ich nach Hause. Und nicht in die Sahara. So sieht's aus. Das wird nichts. Ich pack die Kamera mal hier weg. Gashebel. Aber ich bin nicht in der Lage, die Sahara zu durchqueren mit dem Gashebel. Das kannst du vergessen. Also Martin ist gänzlich abgefuckt und wenn ich den jetzt noch mal eine Kamera ins Gesicht halte, ich glaube, dann kriegt er so einen Kinski-Ausraster. Deswegen lasse ich das mal lieber und filme ihn nur heimlich. Das fährt sich so scheiße. Jedes Mal macht es einfach so. Und du denkst, Alter. Mit einer kleinen Windelstange den Hebel an der Pumpe verlängern, weil der Konsum auch länger war als beim LKW. Und da lassen wir hier draußen. Ja, die wollen jetzt hier mitten in der Wüste das Fahrerhaus kippen. Ich hab's geahnt. Genau das habe ich geahnt. Okay. Ist nicht schlimm. Okay. Ich versuch's mal. Wir sind jetzt den ganzen Tag durch den Offroad-Bereich gefahren. Also man sieht, ist jetzt so, zum Teil sind es halt straßenähnliche Zustände, aber mit Löchern so tief wie der Grand Canyon. Wir haben jetzt entschieden zu sagen, wir wollen jetzt hier in der Dunkelheit zu fahren. Durch die Wüste ist halt riskant. Ich werde jetzt hier eine Operation am offenen Herzen durchführen. Wir werden das Fahrerhaus kippen. Nur mal zum Verständnis, dieses Fahrerhaus zu kippen, das macht man nicht mal in Werkstätten. Also manche Unimogs werden, da werden die Fahrerhäuser nie gekippt. Bei mir ist es schon das dritte Mal oder so, keine Ahnung. Operation am offenen Herzen. Ich habe Sorge, das ist meine größte Sorge, dass irgendwas bei der Operation kaputt geht. Und zwar so, dass hier keiner weiterfährt. Also ich nicht. Wir sind eine gute Stunde weg von einer größeren Stadt. Mehr sogar noch. Lange Rede, gar keinen Sinn. Mir geht's nicht gut, sage ich euch, wie es ist. Und ich habe damit gerechnet, aber ich habe es nicht gehofft. Hätte gerne ein anderer Unimog sein können. Und dann geht's morgen weiter. Das Problem ist bloß, es muss alles vorne abgebaut werden. Diese ganzen Wasserbehälter, die wollen die Fahrzeugkabine kippen. Digga, es kann jetzt quasi alles passieren, weißt du? Das Ding bleibt hier in der Wüste stehen, ich zünd's einfach an. Worst case. Den schrieb's hier vom Zoll. Reise einfach raus. War nie in Tunesien gewesen. Arschlecken. Wir nehmen Flieger, lassen die Karre einfach hier stehen und das war's. Sogar benannt, es gibt Brötchen Kiste, hör auf. Ja, ja, also. Ich bin echt. Sag mal, Micha, du bist hier der Unimog Pro. Ja? Wir kippen jetzt das Fahrerhaus. Wie akut ist die Nummer hier? Wirklich? Das Problem ist, wenn wir so weiterfahren, gibt irgendwas anderes auf, ja? Weil die Stöße gehen alle aufs Getriebe und auf den Antriebsstrang. Ja. Und irgendwann gibt es schwächste Teile im Glied halt nach. Ja, und wie wahrscheinlich ist es, dass ihr das hier repariert kriegt? Das kriegen wir hin. Das kriegt ihr hin? Ja. Und wenn es provisorisch ist, sodass er weiterfahren kann, aber das bekommen wir nicht. Okay. Ich glaube an euch. Ja, was sagst du zu der Nummer hier? Ich sag mal ganz ehrlich, wir sind das ja mit ihm schon gewöhnt. Sag mal gewöhnt? Gewohnt, ne? Gewohnt, ja. Gewohnt. Also ich habe auch schon so ein paar harte Schläge abbekommen heute. Ja. Also tatsächlich hast einfach auch hartes Pech. Ne? Ich habe einen Montags-Unimog gefühlt. Das ist jetzt jedes Mal, wenn wir irgendwo unterwegs waren, ne, bei dem ersten Offroad-Ding, Kühlwasser im Arsch. Ja. So, dann treffen wir unseren Hassloch, Zylinderkopfdichtung im Arsch. Ja. Dann sind wir hier, Gas im Arsch. Gut, wenn man das volle Programm gebucht hat, all inclusive, dann ist das halt so. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Top Aussage für diesen Moment hier. Ja.
So, wir haben es inzwischen 18.45 Uhr, es ist 18:45, es ist inzwischen dunkel. Hier wurden die Flex ausgepackt. Ich versuche euch, das mal zu zeigen und zu erklären, weil ich habe nämlich jetzt auch verstanden, um was es geht eigentlich. Max, komm her. Ja. Folgende Situation. Wir haben hier den Gaskontakt. Gaskontakt, klar. Diese Stange hier geht hier rüber zu diesem anderen Gaskontakt, der ist hier. Mhm. Das Problem ist, wir brauchen die gleiche Länge wie das Teil auch hier drüben, damit die Übersetzung vernünftig funktioniert und damit dieses Springen nicht passiert. Jetzt ist der Plan, dass wir an diesem Teil improvisiert etwas heranschweißen, was den gleichen Abstand generiert wie das, damit am Ende die Stange wieder eingesetzt wird und die Übersetzung stimmt. Ist das das, was Sie gerade geflext haben? Exakt. Also ich vermute es stark. Das ist der ganze Spuk, den wir hier betreiben und das machen. Und bist du jetzt gut gestimmt, dass das klappt? Nein. Sehr gut. Weil, das ist nämlich der Punkt, wir müssen exakt auf den Millimeter genau das treffen. Tun wir das nicht, haben wir das gleiche Spiel rückwärts. Verstehst du? Was passiert dann? Na, dann kommen wir nicht aus dem Arsch. Ah. Ja, dann haben wir wieder wie vorher, weißt du? Ja, toll. Na, super, oder? Wir drücken alle fest die Daumen, im Zweifel einfach mal in die Sahara fahren, hat er gesagt. Ja. Kommt demnächst, neuer Merch, sag's euch, so wie es ist. Oh, nee, Mark. So. Oh, nee, Mark. David. Prost. Prost. 10 vor 10. Ha? 10 vor 10. Boah, wie machst du das jetzt aus? Woran merkst du das? Ich meine, du bist ja das Paradebeispiel, du bist gefahren, du weißt, wovon ich geredet habe. Aber wenn ich jetzt den laufen lasse, ja? Ja. Und ich gebe ein bisschen Gas, ja. Dann war vorher gleich Vollgas. Ach so. Ja? Und wenn ich jetzt langsam durchdabbe und ich kann bis unter dabbe und erst ganz unten, schon ganz oben. Dann passt jetzt das Verhältnis unterwegs. Gib mir mal dreckige High Five, komm. Komm, mach mal. Ah! Freunde, ihr wisst ja, ohne fähige Leute bist du einfach im Leben aufgeschmissen. Das ist mein neuer bester Freund. Den nehme ich jetzt immer mit, wenn ich mit dem Unimog unterwegs bin. Ich habe mal hier unten und in der Beschreibung mal verlinkt, wenn ihr mal Mocktisch, der Micha. Ja? Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an den Mann. Also, sorry. Einfach melden. Danke. Maschine, ey. Maschine, ja. Einfach ein menschlicher 3D-Drucker. Ja. Der hat einfach ein Bauteil mitten in der Wüste einfach selber hergestellt. Ich würde es euch gerne zeigen, aber es ist halt jetzt schon verbaut und die Kabine ist wieder unten. Aber das, was ich vorhin erklärt habe, da hat er einfach was gebastelt. Und nicht einfach nur ein Stück Metall oder sowas, sondern er hat das mit Trapez und mit Loch das, was und Gewinde. Ja, genau. Aber mit einem Gewinde auch und so weiter. Ne? Ja. Das ist halt. Und wir sagen nochmal, wir sind mitten in der Wüste, wir sind nicht irgendwo in der Stadt oder so. Sondern ihr seht ja. Mission erstmal abgeschlossen. Da es ja dunkel ist, schaffen wir heute keine Probefahrt mehr. Das verschieben wir auf morgen früh und ich hoffe inständig, dass es damit quasi erledigt ist. Es wäre ultra geil. Aber Gewissheit haben wir erst morgen früh. Deshalb, wir sehen uns morgen. Wir müssen jetzt fahren, dann werden wir es merken. Weil ich muss ja auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Weißt du? Was ist denn heute der Plan? Wir fahren jetzt noch ungefähr Stunde, anderthalb, ich weiß nicht wie lange, bis Dus, das ist eine Stadt und ein riesengroßer Salzsee da irgendwo in der Nähe, und nach Sagelan. Was geht? Eine Stadt. Vor Sahara. Ja, genau. Dus ist quasi die letzte Stadt vor der Sahara. Und da werden wir noch mal ein bisschen Vorräte auffrischen, noch mal ein bisschen Waifu tanken. Und weil heute gab es auch nichts zu essen. Wir sind im Zeitplan hinten. Eigentlich hätten wir heute Morgen noch Frühstück gekriegt von der Else, gibt's aber heute nicht. Das heißt, wir müssen beide improvisieren, Max. Else kaputt, wir wollten eigentlich gerade losfahren, kann man den Motor noch mal ausmachen, aber wir beide können erstmal was frühstücken. Komm rein. Was frühstücken wir denn jetzt? Mach mal auf hier. Da Handschuhfach ist unser Frühstücksfach. Oi! Ich nehm hier, Heavenly. Ganz klarer Vorteil, wenn du kein Frühstück kriegst. Einfach eine Flasche Waifu drin. Funktioniert auch ungekühlt. Und heute Nacht waren es so 20 Grad. Das heißt, sollte erträglich sein. Eine vollwertige Trinkmahlzeit, die dich komplett auf den Tag vorbereitet, den du halt gerade vor dir hast. 26 Vitamine, reich an Protein, Ballaststoffe, laktosefrei, glutenfrei und was mir ganz wichtig ist, ohne Zuckerzusatz. Und schmeckt einfach hervorragend. Wenn du auch ausprobieren möchtest oder du bist auf dem Weg in die Sahara oder sonst irgendwelche Abenteuer, dann geh in die Beschreibung. Da ist ein neuer Code. Das ist ganz wichtig. Der neue Code ist Muddy-YouTube. Ganz wichtig, wenn du mich unterstützen willst.
dann nutze auf jeden Fall den Code. Link in der Beschreibung nutzen und der Code gibt 10% auf die komplette Bestellung. In diesem Sinne, guten Appetit. Max, du musst auch, weil wir müssen beide uns konzentrieren. Was nehme ich denn? Ich nehme, glaube ich, auch Heavenly Hazelnut, weil das klingt nämlich sehr geil. Ist lecker. Alright, dann frühstücken wir mal auf und dann ab nach Duus. Sieht das aus, als würdest du gleich eine Wand hochfahren. Diggi, wo ist der Juhu? Ich fahre jetzt eine Kante hoch. Diggi! Alter! Einfach eine Wand hoch! Wir sind gerade einfach eine Wand hochgefahren. Digga! Hier sind Steine. So groß wie Autoreifen. Digga, ich kann die Drohne nicht lenken. Genau, und nicht so weiter. Das ist einfach Offroad. Das ist krass, ich benutze den ersten Gang sehr, sehr selten. Aber hier, ich war einfach... Unibock! Alter Vater, ey. Hier an der Stelle kann man als Paradebeispiel gut erkennen, dass die Wüste halt nicht immer nur Sand ist, sondern halt tatsächlich auch wirklich alle halbe Stunde sich sein Gesicht ändert. Wenn du überlegst, dass wir vor heute Morgen, als wir los sind, so ausgewaschene Bäche und Betten und keine Ahnung was, und jetzt stehen wir mitten in so einem Gebirge, in so einem kleinen, das ist halt einfach krass. Und ich glaube, weil manchmal siehst du hier oberhalb auch also, so Schnecken und irgendwelche Fossilien, dass hier mal Meeresspiegel war. Oder entweder das ist angestiegen und abgesagt, keine Ahnung. Das ist schon ziemlich beeindruckend, dass die Wüste eben nicht nur Sand und Düne, klar, die kriegen wir auch noch, aber diese Ausläufer und dieses ganze, diese Steine und so weiter, das ist schon krass. Und das Geile ist hier, kein Flugzeug. Du siehst ungefähr, soweit der Horizont reicht, keine Zivilisation. Das ist schon Wahnsinn. Sehr, sehr beeindruckend, also sehr mächtig. Ja. Gut, und jetzt hoffentlich erreichen wir in den nächsten Stunden mal Duus, das Tor zur Sahara. Vergessen, dem Unibock zu sagen, dass er kein Bergsteiger ist. Ich glaube, das hätte man dem noch sagen müssen. Also aber hoch geht immer irgendwie fahren. Alles noch, aber runter ist einfach so eine richtige, das ist noch schlimmer. Mir ist wirklich schlecht. Ich habe das nur gemacht, weil die beiden Unibocks vor mir auch darunter sind. Aber mein normaler Menschenverstand hat gesagt, Martin, lass das, was soll das? Das ist brutal, wirklich, das ist richtig brutal. Gerade für den Kopf. Man kann gut erkennen, wir kommen, kommen Duus immer näher, damit aber auch dem Sand. Man sieht jetzt hier schon in der Flora hier unten, zum Beispiel, siehst du das hier? Ja. Dünenansätze. Ja.
Mini-Düne. Also es sieht ganz so aus, als würden wir jetzt einen alten Salzsee passieren. Aber es ist halt kein Wasser, sondern es ist nur Salz, was du siehst. Und das Salz sieht halt von der Entfernung aus wie Wasser. Aber es gibt hier kein Wasser. Es ist einfach nur dieses glimmernde, flimmernde, das ist alles nur Ablagerung von Salz, kein Wasser. Ich stehe jetzt an der Passage, die hat es in sich. Tobi erklärt mal ganz kurz in 2-3 Sätzen, was hier sehr, sehr gefährlich werden kann und warum wir hier auf gar keinen Fall vom Gas gehen. Ja, wir fahren jetzt gerade über das Schott. Der Schott ist ein ausgetrockneter Salzsee, wie ihr seht. Das seht ihr am Boden. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, unbedingt Geschwindigkeit aufzubauen, wenig Luftdruck anzulegen und ganz, ganz wichtig, am allerwichtigsten ist es, nur auf den Spuren zu fahren. Weil auf den Spuren ist das Material einigermaßen verdichtet. Sonst versinken wir treibsandähnlich im weichen Boden. Wollen wir drei die Vorhut machen? Oder machen ich würde jetzt erstmal eine Probe machen, weil ich das leichteste Auto habe. Okay. Wenn bei mir schon was blöd wäre, dann kommst du zurück. Dann kommen die Unimogs, also das heißt die Unimogs, dann komme ich zurück und dann probieren wir es mit den Unimogs. Und dann holen wir Stück für Stück die schwereren Fahrzeuge hinterher. Ja, Martin, wird spannend. Also ja, das ist jetzt so, also wenn du schon sagst, einer deiner Angstpassagen, dann glaube ich das gerne. Dann gut, dann machen wir das da. Machen wir das. Ich bin auf den Funk gespannt. Gib mal Gas. Ich glaube, er kommt zurück und sagt, geht nicht. Weil das mit dem. Er hat nämlich auch eine Sache gesagt, hier sind mehrere Tage lang keine Einheimischen durchgefahren. Das ist das, was mir am allermeisten. Mir auch. Und dass es vor 2 Wochen hier geregnet hat. Das ist das große Problem. Soll ich dir mal sagen, was ich glaube? Was? Er sagt, wir fahren durch und es bleibt einer stecken. Einer. Ja, einer bleibt hängen. Wenn du da zögerst, ist es Feierabend. Das ist genau das wie vorhin an der Kante. Wo, wenn du da falsch reagierst und zögerst oder in die Kupplung oder auf Gas oder irgendwas, dann ist vorbei. Und das ist genau das Ding hier auch. Dann ist hier Feierabend. Vorbei ist hier. Hier heißt vorbei. 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 Ja, lass mal die Karre stehen und fahren laufen nach Hause. Glaub ich, oh, hast du gesehen gerade? Alle stehen bleiben. Oh, wenn Micha schon so reagiert, warum? Wir hören euch, wir bleiben stehen. Also Strecke ist nicht fahrbar, schreit er ins Mikrofon. Ich glaube, die haben gerade irgendwie 100 km/h drauf oder sowas. Ja. Der fährt auch eher da wieder raus, ne? Sollte bitte alle stehen bleiben. Ja, wir bleiben alle stehen, wir haben dich gehört, wir bleiben alle stehen. Jemand mal erleben, was richtig Arschwasserzeit ist? Tobi. Guck dir mal die Karre an und unten die Portale. Wo warst du? Du bist doch nur im. Alter! Was zur Hölle? Und das ist nicht zu schaffen. Das ist wirklich nicht zu schaffen. Also, der Michael hat zwar gemeint, wir sollten das jetzt nochmal machen, aber ich denke, man muss das Risiko nicht herausfordern. Ja. Was ist das bitte? Warte, wir sind in der Wüste. Alter. 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 Also es ist halt tatsächlich genau das eingetreten, was es ist. Die sind halt reingefahren und sind dann bis runter, bis auf die Achsen eingesunken mit 70 km/h. Das Heck hat sich gedreht. Die haben es irgendwie geschafft, wieder die Spur zu kriegen und sind woanders wieder raus. Ja, wir haben es ja gerade auf der Drohne gesehen. Also da ist so ein richtiger Salzsee, Wohnung. Ja, es ist halt wie eine Eisschicht, wo halt... Ja, genau. Das ist halt komplette Katastrophe. Und wenn ihr die Karre anguckt, die Bilder habt ihr ja gesehen, das ist einfach abartig. Also wir umfahren die Nummer jetzt und fahren durch eine Stadt. Nee, wir wollen ja zur Stadt. Wir müssen jetzt den Salzsee umfahren. Ach du Scheiße. Ist das ein Ultra-Umweg? Ja, das ist es. Wir haben jetzt eine Alternativroute gefunden. Wir haben jetzt quasi eine Straße gefunden, die über dieses Schott führt, über diesen Salzsee. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Wir cruisen durch Duz. Wir kommen in Duz. In der letzten Stadt vor der Sahara. Das Tor zur Sahara. Exakt, das ist es. Wir haben uns alle getrennt zum Tanken. Ganz viele Jugendliche. Mein Trainhorn ist bereit.
Na Leute, nicht hinten. Aufpassen. Ah! Die wollen für ihn waren. Wir fahren jetzt in die Dünen, Max. Jetzt wird es gefährlich. Wir beenden jetzt quasi den Kindergeburtstag, denn jetzt geht's ums knallharte Überleben in der Wüste. Von Afrika, der Sahara, wo Dünen manchmal auch einfach 50 Meter hoch sind. Und da fahren wir jetzt mit dem Unimog drüber und rein, hoch und was weiß ich. Aber wir müssen erstmal dahin. Das ist noch ein kleines Stück. Bist du bereit, Max? Ich bin sowas von bereit, Max. Okay. Dann lass uns jetzt einfach loslegen. Okay. Okay. Ist das das Tor zur Sahara, Martin? Ich glaube, das ist genau das, was es ist. Das Tor zur Sahara. Das ist hier ein afrikanisches Uber, oder? Die ersten Mini-Dünen. Das ist krank. Digga, ist nicht los. Wir haben das Ziel erreicht. Wir befinden uns am Tor zur Sahara. Alles, was man hier sieht, ist schon der Ausläufer der Sahara. Ab hier geht es rein in die Wüste. Kann man mit dem Unimog die Sahara durchqueren? Wir bekommen's raus. Wenn du es nicht verpassen willst, Kanal abonnieren. Daumen nach oben, wenn euch das Video bis hier gefallen hat. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns beim Selbstversuch. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Euer Survival Martin. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.